Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind befreit. Wir haben unsere Power-Rüstung nicht an. Ich weiß gar nicht, ob wir sie überhaupt angezogen hatten. Ne, wir hatten sie ausgezogen. Wir hatten sie ausgezogen. Und wir müssen jetzt einen Teil nochmal neu laufen. Und wir sind gerade dabei bei Suche an Magis letzten bekannten Aufenthaltsort nach Hinweisen. Da wir aber derzeit überladen sind, wir sind nicht über. Achso, das ist mein TP. Da wir derzeit so überladen sind, dass nicht mal meine Power-Rüstung mehr was tragen kann, brauchen wir eine Werkbank. Klar, logisch könnten wir jetzt auch einfach ein paar Sachen ablegen, aber ich bin geizig. Ich bin so geizig, dass ich das nicht kann. Kann Sachen nicht ablegen. So, also, was haben wir momentan ausgerüstet? Ach ja, die Pumpgun ist ja kaputt, ne? Ah. Da war ja was. Na gut, Rüstung haben wir wahrscheinlich keine an. Genau wie ich es wollte, perfekt. Ja, müssen wir halt gucken, wie wir klarkommen. Wir haben als Alternative haben wir noch. Ich habe zuletzt Metro gespielt, Leute. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja. Ja, jetzt habe ich den Knopf gefunden. Diese Waffe, die bietet uns im derzeitigen Zustand 113 Schaden. 130 Schaden. Ja, kann das sein, dass ich das letzte Mal auf die Munition geachtet habe? Weil da hatten wir natürlich keine 130. Das kann sein, dass ich mich da ein bisschen vertan habe. Aber egal. Vielleicht finden wir hier eine Werkbank. Ach, den Ort kennen wir doch. Das war knapp. Ah, komm, nehmen wir noch mehr Schrott mit. Ja, genau das ist das, was ich jetzt brauche. Ah. So, wo wollten wir eigentlich überhaupt hin? Wir wollten hier runter, ne? Genau. Den nächsten Ort entdecken. Ohne nochmal irgendwo hängen zu bleiben, im besten Falle. Komme ich hier irgendwo runter? Sind da unten Gegner? Oh, ich freue mich, dass ich einen Schwarzmodus habe. Momentan bei Metro. Jedes Mal, wenn ich irgendwie irgendwo lang gehe, will ich den Watz-Modus anschalten und denke mir einfach nur, das ist nicht Fallout. Ja, Fallout wäre vielleicht auch ein bisschen schwieriger ohne den Watz-Modus. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Weil so kann man halt immer genau sehen, wo die Gegner sind und das vermisse ich so irgendwie in anderen Shootern. Ja, hier kommen wir doch runter. So, wir haben da diesen Atombunker, was auch immer. Ich glaube nicht, dass wir da eine Werkbank finden, aber da finden wir etwas von der Aufseherin. Vielleicht sollten wir deswegen einfach mal in die Richtung gehen und gucken. Vielleicht werden wir ja fündig. Hatte ich nicht? Moment. Aber wir haben noch die andere Waffe, ne? Die Laute. Zur Not können wir die einsetzen. So. Wie ich hier halt vernünftig hin und her switchen können. Perfekt. Wieso ist die Waffe rot? Ist sie auch fast kaputt? Sag mir nicht, dass die fast kaputt ist. Die ist fast kaputt. Nee, das ist gar nicht meine. Ich komme hier komplett durcheinander. Kampfgewehr, doch, sie ist fast kaputt. Scheiße. Na komm, Militärbunker. Hab bitte irgendwas, wo ich meinen Schrott reintun kann oder irgendwas anderes. Und wir machen uns jetzt noch schwerer, indem wir das hier einsammeln. Nice. Wird es zwar wahrscheinlich nie gebrauchen, aber ich nehme es trotzdem mit. Einfach, weil ich doof bin. So, wo sind wir jetzt? Da waren wir tatsächlich schon mal. Aber ich will ja nirgendwo hingehen, wo wir schon waren. Und ich muss dazu sagen, ich habe gerade Switch gespielt, währenddessen ein Video gerendert hat. Das heißt, ich werde A und B durcheinander bringen. Ja. Wir haben heute also volles Programm. Eine leuchtende Ameise. Ja, zu mir kommt ihr eh nicht rauf.
Mädels. Ah, stimmt, wir wollten ja nach Hause gehen, um da Alternativen zu suchen, ne? Wegen der Waffe, weil die ja jetzt bald leer ist. Dann macht das auch nichts, dass sie fast kaputt ist. Ratte wird doch gleich kommen. Sieh doch. Ratte, lass mich in Ruhe. Kronkorken, Stim, na gut. Tesla-Forschung 8. Ach. Medex. Zieh dich, Junge. Gib mir dein Fleisch. Oh, irgendwas, Ding ins Kirchen zum Kleber. Nehme ich gerne. Ich darf eigentlich nicht so viel mitschleppen, aber ich mach's trotzdem. Warum? Ich weiß es nicht. Hab bitte hier eine Werkbank. Ich nehme einfach immer noch mehr mit. Ach Leute, ich kann nicht anders. Es ist meine Natur. Stimmt, wir müssten eigentlich genug Plasma-Munition haben, ne? Ah, oh, danke. Okay. Kampfflinte. Schrotmunition haben wir auch nicht mehr viel, ne? Wir lassen mal die Kampfflinte da. Genauso wie die Laserpistole. Schaden 30, ey. Ja gut, die ist auch automatisch. 308er Munition, aber Stufe 30. Sollten wir erstmal behalten. Weil die macht ja schon 101 Schaden. Wenn wir es schaffen, das Ding auf über 130 Schaden zu machen, wäre das schon dufte, ne? Jagdgewehre können weg. Glaube ich. Vielleicht sollten wir ein Jagdgewehr auch behalten. 5,56, dafür haben wir andere Munition, dafür haben wir eine andere Waffe. Aber die hieß ab Stufe 30. Wir sollten also auch eine davon behalten. So, du machst hier sowieso keinen Schaden. 38er Munition haben wir jetzt momentan am... Ne, haben wir nicht. Okay, eine behalten wir davon. Laser-Scharfschützengewehr behalten wir auch. So. Das kann weg. Wir haben da unsere Power-Rüstung dafür. Okay. Ich wiege immer noch so viel? Was zur Hölle habe ich dabei, dass so viel wiegt? Ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, weil... Soll das nicht ein... Kraftwerk sein? Irgendwo... Würdest du mal aus dem Weg gehen? Hm. Also, laut Bild ist hier ein Kraftwerk. Ich sehe hier aber keins. Oder ein Bunker oder irgendwas hätte doch hier sein sollen. Oder ist es dieses kleine Zeltplatz hier? Oder ist hier irgendwo eine Tür, eine versteckte? Hab keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt nach Hause. Knöpfe. So, und zwar... Ach, okay, jetzt weiß ich... Ah, klar. Unsere ganzen legendären Waffen. Hm. Stimmt. Okay, ich kann das hier anziehen. Und ich kann meine Power-Rüstung anziehen. Wobei die Power-Rüstung alleine dürfte eigentlich schon reichen. Ich glaube, da kommen wir auf 300 Gewicht, ne? So. Sehr schön. Dann können wir auch schnell reisen. Zeit, einmal kurz nach Hause zu gehen und durchzuatmen. Waren schon lange nicht mehr zu Hause. Und dann, ich glaube, mit dem Kleber kriegen wir das noch nicht hin. Ich muss nur mal gucken, was wir alles genau für den Kleber brauchen. Hm. Denn für das, was ich jetzt vorhabe, brauche ich eigentlich eine Menge Kleber. Ich meine, wir haben viel gesammelt, klar. Hm, mal gucken. Ja, die Power Force können wir eigentlich weglegen. Also wegschmeißen. Die wollte ich verkaufen, ne? Stimmt. Dann machen wir einen Boxenstopp zum Händler. Und dann gehen wir weiter Richtung Norden. Zur Mission.
Streikbrecher. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß da oben. So. Und ich sollte irgendwie, anstatt zu reparieren, sollte ich sie abbauen und dann kriege ich ja wieder die Ressourcen zurück irgendwie. Irgendwie so ähnlich. Mal gucken. So, okay. Habe ich echt so viel Schrott dabei, dass das so krass viel wiegt? Können die Rüstung hier mal wieder ausziehen? Naja. Laden wir erstmal den Schrott ab und gucken, wie viel unsere Truhe dann wiegt. Ich habe nicht allzu viel Schrott dabei. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich habe meine Hütte extra so weit hochgebaut, damit so eine Scheiße nicht passiert. Gehen wir ein bisschen schlafen. Dann müsste sicherlich mein Bein von alleine regenerieren. Hallo? Hä? Hat er sich gerade auf den Boden gelegt? Ach, weißt du was? Komm. Ich find's gut, dass sie jetzt den Eigentümer anzeigen. Haben die früher nicht gemacht. Du hast ja den Arsch offen hier, Kleiner, hä? Oh Mann. Nächstes Mal knall ich sie ab. So, wollt ihr noch mehr Stress machen? Ich will doch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Okay, gucken wir mal nach. Haben wir eigentlich schon alles hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist wieder so lange her, dass ich wieder gespielt habe. Muss erst wieder reinkommen. So. Pflanzen, Gemüsestärke. Mais, Mutabeere und Tato. Hier haben wir ja Tato. Dann haben wir hier die Mutabeere, oder? Nice. Diese Mutabeere müssen wir reparieren. Genauso wie diese. Dann können wir eigentlich nur noch einen Kleber herstellen. Das ist doof. Jetzt habe ich keine Mutterbeeren mehr. Und die Dinger produzieren pro Stunde, kann das sein? Ja, eine Mutterbeere habe ich. Ja, toll. Ja gut, ich brauche eine größere Plantage, aber es ist alles nicht so leicht. Ich habe irgendwas im Auge, ey. Das ist so störend, ey. Ich würde am liebsten mein Auge rausholen, zerquetschen und dann wieder reintun. Okay. Wir können also kein Kleber herstellen. Und das ist nervig. Willst du mich verarschen, Junge? Der tötet mich. Olle Potsau. Viele Stims habe ich auch nicht mehr. Okay. Toll sieht es jetzt bei mir zu Hause aus. Klasse. Okay, Alternative.
wird gebaut. Gut, gehen wir mal hier hin. Ich sollte vorher was trinken. Lass mich in Ruhe. Nein, ich will nichts verwerten. Um Gottes Willen, ich will herstellen. Ich komme mit A und B durcheinander. Nintendo, was zum Teufel war in eurem Kopf nicht in Ordnung, als ihr euren scheiß Controller entwickelt habt? A und B austauschen. Fertig. Kann doch nicht so schwer sein. Ah, ich kann ein Kampfgewehr jetzt bauen. Ja, eigentlich noch nicht. Ich drehe durch. Was ist denn... Das ist so nervig, wenn da die ganze Zeit einer schießt. Jetzt versteckt sich die Potze auch noch. Ich will doch einfach nur in Ruhe und Frieden bauen. Vielleicht lässt er mich jetzt in Ruhe. Schwester, komm raus und ich knall dir sowas von den Kopf weg. Okay. Modifizieren, reparieren. Mehr will ich nicht. Hä? Mach doch. Okay, also. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier etwas machen? Das Einzige, was ich machen könnte, ist hier die Feuerrate verbessern auf 7. Das ist ja nicht wirklich nennenswert. Reichweite. Wie viel Kleber habe ich? 37. Ich habe gut gesammelt. So. Waffenschmied Rang 2 benötigt. Ich habe keinen Waffenschmied Rang 2. Natürlich habe ich Rang... Natürlich habe ich das. Überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung, Präzision aus der Hüfte. Okay, Moment. Ich muss kurz gucken. Skills. Hätte doch Waffenschmied am Start. Wo war denn das? Hier, ne? Ach da, das ist gar nicht ausgerüstet. Geil. Vergessen auszurüsten. Okay. Wir nehmen, denke ich mal, den justierten verlängerten Lauf. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Der verpisst sich jetzt und repariert sich. Und dann kommt er wieder und nervt wieder rum. Oder auch nicht. Ich will einfach bauen. Mehr will ich nicht. Okay. Was können wir hier noch verbessern? Die Präzision können wir ein bisschen verbessern und die Haltbarkeit. Ja, Präzision um 1 verbessert ist jetzt nicht wirklich der helle Wahnsinn. Wir gehen mal zurück. Fernrohr. Ich denke, das hier wird reichen. Und Lackierung. Ja, cool. Schalldämpfer können wir sowieso vergessen bei dem Ding. Erstmal die wichtigen Sachen. Kann ich dich hier noch irgendwie verbessern? Irgendeine Art und Weise, damit du noch stärker wirst. Bei dem hier gehen wir nur auf Schaden. Da ist mir alles scheißegal. Na gut. Du kommst sowieso weg. Du bist auf Stufe 30, ne? Hier wollten wir gucken, ob wir dich auf 130 Schaden irgendwie pushen können. Weil wenn nicht, dann brauchen wir dich auch gar nicht aufzurüsten. Ich glaube nämlich, die Munitionsart kann man hier gar nicht ändern, ne?
Früher konnte man die Munitionsart noch ändern. Das war auch dann schadenabhängig. Na, schade. Na gut. Dann kommst du auf jeden Fall weg. Das Jagdgewehr. Was ist eigentlich wahrscheinlich auf die... Ja, wird aufs Gleiche hinaus. Ich muss halt gucken, wie ich diese 308er Munition jetzt verwende. Wie es aussieht. Das Sturmgewehr. Dafür müssten wir erstmal gucken, was wir momentan haben. Verwende ich jetzt diese Munition oder verwende ich sie nicht? Oh, ich habe einfach zu viele Sachen. Schrot, 45er und 308er. Und 44er. Nochmal 44er? Ja, es war hier was anderes, ne? 45er, ja. Gut, Kampflinte. Ich gucke ich gleich nochmal nach. Du kannst weg. Du kannst weg. Und dann gucken wir, wie viel Munition wir für den anderen Scheiß haben. So. Das kann sowieso weg. So, das war der mit dem langen Namen. Gucken wir uns auch nochmal an. Ah, der ist halt Stufe 15. Weil theoretisch kann der auch weg. Wo bist du, du kleine Potsau? Ich mach dich sowas von kaputt und deine Familie gleich mit. Wenn du hier irgendeine Scheiße abziehen willst, ne? Ich seh dich. Nervbolzen. So, wo waren wir stehen geblieben? Gitarrenschwert. Kann weg. Die Kampfflinte. Wir haben ja momentan unser kaputte Pumpgun mit 93 Schaden. Eine Kampfflinte hat, glaube ich, auch eine gute Feuerrate. 20. 5, ja. Wenn wir die Kampfflinte jetzt ordentlich pushen könnten. Aber wir schaffen es auf jeden Fall auf 87. Jetzt lohnt sich das schon. Wenn wir es dann auf 87 machen. Gehärteter Verschluss. Warte. Mündungsbremse. Haben wir sowas? Verbesserte Rückstöße. Verbesserte Rückstoßkontrolle. Verringerte Reichweite. Ja. Präzision. Ich mach's einfach. Visier. Mal machen wir so ein Kreisvisier. Komm. Nachladegeschwindigkeit. Haben wir überragende Ladegeschwindigkeit? Überlegene Nachladegeschwindigkeit. So, Präzisione. Brauchen wir Präzisione? Nahkampfschaden, Präzision aus der Hüfte, erhöhter Nahkampfschaden, verbesserte Rückschussdämpfung. Nehmen wir den hier. Oh oh, was fehlt mir? Schrauben. Lass mich raten, wir können jetzt den Damage nicht machen. Ja, ich hätte den Damage zuerst machen sollen. Egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Kampfgewehr. Und benennen kann man sie nicht, ne? Und reparieren. So, dich reparieren wir auch direkt mal. Die brauchen wir nicht reparieren. Das Kampfgewehr reparieren wir, solange wir noch Munition haben. Bitte was? Federung? Okay, die Suche ist markiert, ne? So. Aber jetzt suche ich nicht mehr nach Kleber. Wir wollten uns das Sturmgewehr noch angucken. Was kriegen wir hier noch hin? Das Sturmgewehr hat natürlich eine Feuerrate von 40, was
mir ein bisschen schon zu viel ist, weil wir da den Damage höchstwahrscheinlich nicht pushen können. Ja, auf 39. Da ist, glaube ich, das Kampfgewehr ist besser, ne? Ne, nicht das Kampfgewehr. Du, ja. Dann behalten wir dich. Kann ich hier noch irgendwas machen? Verlängerter Lauf für... Achso, haben wir schon. Standardkolben für Präzision. Wir haben noch gar nichts. Na gut, wir haben genug Zeit hier dran verschwendet. Es tut mir leid, Leute, aber manchmal muss das sein. Gitarrenschwert, tschüss. Laserpistole wollten wir uns auch noch angucken, ne? Das müssen wir uns doch auch noch mal angucken. Ja, wir müssen uns jetzt um diese Alternativen kümmern. Es geht nicht anders. Gucken wir uns mal die Munition an. Wir machen heute auch die Folge so lange, bis wir eine Taktik aufgebaut haben. So, Munition. Was haben wir denn ganz viel? Ja gut, da haben wir immerhin dann 450 knapp. 50er Patronen haben wir noch ordentlich was, aber das sind ja spezielle Fusionszellen. Ja, Fusionszellen 38er haben wir viele. Ja, die brauchen wir aber noch nicht mitnehmen. So. Die Raketen, oh mein Gott. Ich habe 18 verdammte Raketen dabei. Wieso habe ich 18 verdammte Raketen dabei? Ja, die verkaufe ich nachher mit. Ja, jetzt haben wir allerdings keine Schrauben mehr, um irgendwas zu machen. Okay, aber wir können uns schon mal angucken, was wir für Möglichkeiten haben. Wir haben ja hier... hier die 38er. Ah, viel ist da nicht drin. ich glaube, die Munition behalten wir, falls wir eine legendäre Waffe dafür finden. Ich könnte eine Automatikwaffe draus machen. Oh, da endet es auch schon. Vom Nutzen her. Laserpistole. Alles nichts Ganzes und nichts Halbes, ganz ehrlich. Ist das so? Vielleicht verstehe ich auch einfach nicht genug davon. Hier, vielleicht können wir den hier noch irgendwie. Feuerrate. Wir könnten die Feuerrate erhöhen, aber das, wie gesagt, das ist halt so viel Munitionsverschwendung. Das tut halt wirklich in der Seele weh. Ja gut, aber vom Schaden her ist das schon in Ordnung. Die könnten wir nutzen. Und was können wir überhaupt machen jetzt momentan? Wir können die Feuerrate erhöhen. Hier sollten wir nichts dran rumfummeln, das ist schon gut genug. Zielfernrohr bringt mir auch nichts. Bindungsbremse auch nicht und Lackierung, ja gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ausgewogen, wie es enden wird. Mit dir auf jeden Fall nicht. Mit dir auch nicht. Ja, das sind unsere Optionen. Die sind nicht wirklich gut. Natürlich könnte ich Blei suchen. Und dann Munition herstellen ohne Ende. Da wollte ich nicht hin. Ach, Spiel. Wie war das? Favoriten. So. Und die Pumpgun bauen wir auseinander. Okay, und den Rest werde ich jetzt verkaufen. Wir haben jetzt natürlich die Folge mal wieder nur mit irgendeinem Scheiß verbracht, aber ihr sagtet, ich soll. Und deswegen habe ich getan. So. Dann würde ich sagen... Gehen wir hier hin, verkaufen, fix alles. Oh. Wodurch bin ich denn so krass überladen?
nur alles mögliche abgelegt. Das ist echt die ganzen Waffen, die ich habe. Hatte ich nicht irgendwie mal mehr Stärke? Ach, das, ich hatte Taschen. Klar, ich hatte Taschen. Naja. Ohne Rüstung können wir sowieso jetzt nicht mehr rumlaufen. So, ich habe keine Kerne mehr, deswegen nehme ich nochmal welche mit und dann gehen wir zum Verkaufen. Oh, nein, die 308er Munition kann wieder... Nee, die 38er Munition kann wieder weg. Ja. Und die Raketen werden verkauft. Das ist das, was so schwer ist. Nehmen wir den hier mit, zuerst die nicht ganz so vollen. Wir haben auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Fusionskerne. Okay. Ich glaube, jetzt müssten wir alles haben, verkaufen wir. Ich muss sagen, die Baggerrüstung ist schon echt geil. 300 tragen können, schon nicht schlecht. Problem ist natürlich dann das Sammeln von den Fusionskernen später. Ja, da werde ich viel noch offscreen machen. Gerade auch das Kleber sammeln, wobei Kleber, da haben wir echt viel gesammelt, also extrem viel. Wir haben jetzt nur noch 3 Kleber oder so, aber wir hatten echt viel Kleber zusammen. In Anbetracht dessen, dass ich es bald bauen kann, easy Kram. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz die Sachen verkaufen. Dann war es das für heute, dann haben wir auch schon über eine halbe Stunde. Bei dem nicht wirklich viel passiert ist, da habe ich immer so ein bisschen, keine Ahnung, Schuldgefühle, dass ihr jetzt eine halbe Stunde eures ganzen Lebens, war da gerade Supermutant 68, hier verbracht habt und mir zugeguckt habt, wie ich einfach nur überlege, was ich jetzt nächstes mache. Nur ein Scherz. Wollen Sie kaufen? So. Verkaufen. Sprengköder kann auch weg. So, die Powerfaust für 8. Bereiten Sie sich hier auf Ihren nächsten Kill vor. So, okay, was habe ich noch? Munition kaufst du nicht? Wie das denn? Bitte. Was wollte ich verkaufen? Ach, die Munition kann ich ja gar nicht verkaufen. Finger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. So. Und was hast du im Angebot? Bauplan 10 mm, 44er Magnum. Hm. Nichts Geiles. Aus zweiter Hand. Die haben wir gekauft, oder? Bauplan M79. Ich glaube schon. Große Menge Blei. Haben Sie eine Federn finde ich so. Tag des Tötens und Plünderns hinter sich? Keine Lust, alles mit zurück zu schleppen? Verkaufen Sie es hier? Ja gut, sonst nichts Wichtiges. Gut. Ich werde noch gucken, was ich für Schrott und so weiter in meinem Inventar habe, was ich noch loswerden kann. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.